und herzlich willkommen zu einem Video über No Man's Sky. Heute möchte ich über meine Erfahrungen mit der Update-Version Beyond sprechen. Es soll hier keine umfassende Darstellung der Neuerungen gegeben werden. Ich zeige nur die Veränderungen, mit denen ich in meinem Spiel bis jetzt konfrontiert worden bin und von denen ich denke, dass sie euch nützlich sein könnten. Das No Man's Sky Update Beyond vom August 2019 wird als das möglicherweise größte Update seit dem Erscheinen des Spiels bezeichnet. Die augenfälligste Neuerung ist sicherlich der Ausbau von Nada und Polos Weltraumanomalie zu einer gigantischen Station, die man über das Menü X herbeirufen kann. Hier lassen sich viele Dinge erledigen. Zuerst einmal landet man in einem großen Weltraumhafen, zusammen mit vielen Online-Spielern. Es wird also ein Treffpunkt der Spieler, die man nun auch sehen kann. Im Übrigen steigen nun auch bei den computergesteuerten Alien-Raumschiffen die Piloten neuerdings aus und man kommuniziert nicht mehr über das Schiff, sondern direkt mit dem Piloten. In der Anomalie wird der große Landeplatz auch zu einer großartigen Show der Raumschiffe, welche die Online-Spieler gewählt haben und durch ihre Landung nun hier präsentieren. Neue Raumschiffe scheint es nicht zu geben, aber die bisherigen sind offensichtlich in den Details weiter ausgearbeitet worden. In der Anomalie befindet sich der Nexus, über den man gemeinsam mit anderen Spielern Missionen annehmen und ausführen kann. Das ist unterhaltsamer, als alleine durch das Weltall zu fliegen. Mit den Partnern kann man nebenbei auch über das Spiel plaudern oder Ressourcen austauschen, was ja ebenfalls neu ist. Ich habe ein paar solche Missionen mit Partnern ausgeführt, wobei der Mitspieler allerdings nicht wirklich verstanden hatte, was zu tun ist und beispielsweise nur Wächter statt gefährliche Flora eliminiert hat, was eigentlich unser Auftrag gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz, gemeinsam zu spielen macht Spaß. Baupläne bekommt man weiterhin in einer Fabrik. Neu ist es möglich, Pläne in der Weltraumanomalie bei den verschiedenen Terminals sich zu ergattern. Man holt sich hier Updates für das Exofahrzeug, das Multiwerkzeug, den Exo-Anzug und das Raumschiff. In der Konstruktionsforschungsstation ergänzt man seine Konstruktionsmodule verschiedener Art. Gut gelöst ist, dass man nun eine Übersicht über die noch erhältlichen und die bereits erhaltenen Pläne vorgelegt bekommt und nun auslesen kann, was man haben oder kaufen möchte. Die gleiche Darstellungsweise wird nun bei der Konstruktionsforschungsstation verwendet, die man in der Regel in seiner Basis aufgestellt hat. Als Währung für den Kauf der Pläne werden geborgene Daten eingesetzt, die vormals wiederhergestellte Technologie genannt wurden. In den Raumstationen befinden sich weiterhin Aliens, die sich jetzt allerdings bewegen, das heißt, sie gehen herum oder setzen sich irgendwo hin. Das Gespräch mit ihnen bringt nun aber nicht mehr das Wissen darüber, wo Gebäude zu finden sind. Der Dialog beschränkt sich jetzt auf das Erlernen der Aliensprachen. Sucht man beispielsweise einen Handelsposten, muss man beim Kartografen am dafür neu geschaffenen Schalter nachfragen und für eine Karte bzw. Planetenkarte entweder jeweils 15 Nanit oder verschlüsselte Navigationsdaten einsetzen. Leider gibt der Kartograf nur spärlich Auskunft, öfters erhält man die Antwort, er habe nichts gefunden. Dann wäre noch die Sache mit dem elektrischen Strom. Einige Geräte benötigen nun Strom, während sie früher von selbst funktioniert hatten. Die Versorgung mit Energie dieser Art schien mir nicht immer einfach zu sein. Ich habe vorerst mal in meiner Basis den Teleporter mit einem Solarmodul und einer Batterie verbunden. Den Biotreibstoffreaktor habe ich für den Fall, dass das System zu wenig Strom liefert, noch dazu geschaltet. Auch das Lager läuft nun über eine solche Anlage. Im Frachter konnte ich den Teleporter mit der gleichen Technik ausrüsten. Unklar ist mir aber, warum ich dann nicht mehr solche Anlagen auf dem Frachter erstellen konnte und warum gewisse große Hydrokulturtröge Strom verlangen, während andere ohne Energieversorgung problemlos funktionieren. Aber es wird noch vieles zu erkunden und zu erlernen sein und das ist ja auch das Spannende an diesem Spiel.
Also wünsche ich euch viel Erfolg und einen guten Flug durch das Weltall. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Herr Holle.